Geh mal nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Heute geht es um eine Metal-Band, die ich gar nicht weiß, wie ich sie entdeckt habe. Ich glaube, es war sogar auf Facebook, ja, da wurde mir das vorgeschlagen. Reingehört und dachte, ach, das ist ja ganz nett, ne? Das natürlich noch ein bisschen mehr reingehört. Und, oh, das ist ja, ne, ich mag halt, was ist das denn hier? Symphonisch angehauchter Power-Metal, vor allem mit viel mehrstimmigen Chorälen und so. Ja, das mache ich ganz gerne. Und man kann fast ein bisschen sagen, das hier ist was auch für Avantasia-Fans vielleicht. Ja. Wir haben es nämlich hier auch ein bisschen mit einer Truppe zu tun, die viele Gaststars hat. Ähnlich wie bei Avantasia. Es geht um Avaland. Klingt sogar ähnlich wie Avantasia, ne? Oder Avaland, keine Ahnung. Hier mit dem Album Theater of Sorcery. So sieht das Ganze halt aus. Kommen wir aber noch genauer zu dann. Ne? Avaland sind aus, Moment, ich habe es hier offen, Frankreich. Und seit 2018 aktiv und es gibt nur dieses eine Album. Ja, also in den letzten 3 Jahren ist das wohl entstanden oder es hat zu lange gedauert, keine Ahnung. Und setzt sich aus 5 Hauptmusikern zusammen. Da haben wir 2 Sänger, nämlich Adrian, oh Gott, G-Chuck, G-Z-A-G-G. Okay, von der Band Isery, keine Ahnung, die kenne ich nicht. Von Isery ist auch der Bassist Camille Souffron. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Da haben wir den Schlagzeuger Leo Mouchonnet und an der Gitarre Lucas Martinez. Und wir haben den zweiten Sänger seit 2021, stieß er dazu, Jeff Kanji von der Band Seasons of Silence, der hier halt aber eher ein größerer Gaststar ist, sag ich jetzt mal, weil er hier und da mitsingt. Aber da komme ich gleich zu. Ich werde, wenn ich über die Songs spreche, immer sagen, welche Gäste da so mit da am Start sind, mit dabei. Und da kommen wir auch gleich dann zu, aber erstmal kommen wir zur Optik. Ja, wir haben hier tatsächlich ein leicht an Avantasia angehauchtes Covermotiv, ja, ein dunkler Wald mit blauem Licht im Hintergrund und er hat halt da so eine Funzel dadurch rotiert. Also ist ein netter Farbkontrast, finde ich, ne? Finde ich gut, ist okay, vielleicht ein bisschen arg minimalistisch. Der Schriftzug, ja, ist auch in Ordnung. Man sieht halt, dass da dieser Bogeneffekt dran angewandt wurde. Ja, was soll's. Gut, so, dann haben wir hinten drauf zentral gesetzt die Titel. Bisschen schwierig zu lesen für mich gewesen, aber geht, bei gutem Licht geht's. Ja, innen haben wir nochmal den Herrn, nur mit einem Mond im Hintergrund diesmal noch, ne? Finde ich schon stimmig, ja, als Cover sowas, aber naja, gut. Darunter haben wir nochmal, nicht nochmal, da haben wir ein Bandfoto und wir kommen dann zum, kommen wir wieder rein, da, Booklet. So, das Booklet hat wieder in den Lyrics, meiner Ansicht nach, diese schwarze Outline ist nicht hilfreich, Leute. Lasst sie weg, da sind die Buchstaben deutlicher zu lesen. Die schwarze Outline schiebt die Schrift nach hinten. Seht ihr das? Seht ihr das? Ist das, habe ich ein Problem damit? Bin ich behindert? Ist das, oder was? Sagt mir bitte mal was dazu hier, irgendjemand, der eine Ahnung von so Designkrams hat oder so. Ja, ist ja furchtbar. Aber ja, ich meine, ich konnte es lesen, bei gutem Licht halt, ne? So, hinten nochmal, also ihr habt gesehen, immer so einzelne Band-Members und dann hier nochmal hier die ganzen Gäste, ne? Und hier, nochmal so ein bisschen Wald, ja, schön gemalt, so. Gut, dann, wenn ich es wieder reinbekomme hier, kommen wir zu den Songs. Das Ganze, das gucke ich hier durcheinander. Beginnt mit dem Titeltrack Theater of Sorcery. Dazu verlinke ich euch unten auch ein Video. Und als Gäste haben wir hier den Gitarrist Ricky Marks von der Band Now or Never. Ist auch eine Heavy Power Metal Band. Ja, Theater of Sorcery bewegt sich in melodischem Mittempo, symphonischer Power Metal, würde ich sagen. Der klingende Gesang des Hauptsängers passt gut dazu. Es gibt mehrstimmige Chöre im strophenhaften Refrain und das war dann auch der Song, wo ich sagte, ja, okay, komm, das hole ich mir mal. Das ist interessant, so eine Musik, das mag ich, vor allem so in der kälteren Jahreszeit höre ich gerne so leicht symphonischere Power Metal Geschichten und so, ne? Und das war auch schön zu hören, das Album. Stück Nummer 2 ist Gypsum Flower. Hier haben wir den Gastsänger Ralf Schepers. Ja, wer den nicht kennt, hat den Metal verpennt, würde ich sagen. Dann haben wir noch Zaher Zorgati von Myrath. Auch ein Sänger, der dabei ist. Und Fabrice Emanuelsen von Rising Steel. Auch ein Gastsänger. Und wir haben an der Gitarre Stefan Forte von Adagio. Auch eine Power-Metal-Band, die ja, relativ bekannt ist. Gypsum Flower bewegt sich in stampfendem Mittempo.
ist sehr facettenreich wegen verschiedenen Stimmen und der verschiedenen Sänger. Hat teils ein bisschen schnellere Parts und der Refrain, ja, den Refrain fand ich jetzt allerdings etwas schwach im Vergleich zu einigen anderen Refrains hier. Da hätte ich mir ein bisschen was Mitreißenderes erhofft. Der Song ist mit über 8 Minuten auch der längste Song auf dem Album, kann man sagen. Glaube ich. Ich meine ja. So. Ja, dann kommt Stück Nummer 3. Let the Wind Blow. Auch dazu verlinke ich euch unten ein Video. Auch hier haben wir wieder Gäste an Mikro. Wieder Zaha Zorgati von Myrath oder Myrath. Ich weiß immer nicht, wie sie es ausspricht. Dann haben wir noch Heli Andrea von einer Band namens Mobius. Kommt die Dame. Ist eine Sängerin. Mobius ist irgendeine Progressive Metal Band. Jeff Kanji, wie gesagt, von Seasons of Silence ist hier dann auch das erste Mal dabei. Let the Wind Blow bewegt sich in hymnischem Mittempo, bietet ein gutes Duett zwischen männlichen und weiblichen Stimmen halt, ne? Hat einen schönen Refrain, der auch gut sitzt. Eine kleine Gesangsbridge gibt es noch und Keyboard einladen und das Ganze macht das Ganze auch, ja, abwechslungsreich, würde ich sagen. Ja, also das ist schön anzuhören, das Stück. Und durch den Refrain auch mit einer gewissen Eingängigkeit. Storyteller ist dann der nächste Song. Hier haben wir wieder einen Gastsänger und zwar einen sehr prominenten, nämlich den guten Zach Stevens von Savatage und Circle to Circle. Ja. Der hat übrigens eine neue Band, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt. 2020 haben die ein Album rausgebracht. Ist komplett unter meinem Radar gelaufen, das Ding. So hätte ich mir die gekauft. Habe ich nicht mitbekommen. Jetzt hier bei der Recherche sah ich das dann, aber naja, gut. Storyteller ist eine schnell treibende Nummer, sehr melodisch, guter Refrain. Bleibt dank des Refrains auch gut im Ohr hängen insgesamt. Übrigens auch das ganze Solo-Spiel, Gitarren-Soli und so, die hier stattfinden. Auch alles eigentlich kann man nicht groß meckern. Allerdings muss ich dazu sagen, nichts auf diesem Album hat man nicht irgendwie schon mal gehört. Hier ist es nicht irgendwie die große Innovation oder was. Ne? Aber wenn man so solide All-Star-Projekte mag, dann ist das schon was. Ja? Es gibt ja auch sowas wie zum Beispiel Lucid Dreaming, die ich immer wieder rezensiere, weil ich halt auch die Leute dahinter so zum Teil, zumindest den Mastermind dahinter ja so ein bisschen kenne, ne? Und ja, das ist ja jetzt auch nicht das neue Avantasia, aber ja, und so in dem Stil bewegen wir uns hier auch. Ihr könnt ja reinhören, ich verlinke euch hier unten ein bisschen was. Stück Nummer 5 ist ihr Escape to Paradise. Hier wir Zaha Zorgati, der Sänger von Myrath dabei und Jeff Kanji von Seasons of Silence. Wieder ein schönes Duett, diesmal in melodischem Mittempo. Der Refrain bei Escape to Paradise war jetzt nicht so der Bringer, war aber okay und er war da und er ist memorabel schon irgendwie, ne? Aber im Vergleich zu sowas wie jetzt Songs, die noch kommen, oder eben Let the Wind Blow von mir aus, oder Storyteller, ja, ne, gut. Stück Nummer 6 ist dann Holy Kingdom of Fools. Da finde ich auch wieder ein Video. Hier haben wir wieder Jeff Kanji von Seasons of Silence am Mikro mit dabei. Bewegt sich wieder im Mittempo, ist das Ganze angesiedelt. Wir haben eingängige Strophen und einen schönen passenden Refrain auch, ja. Und wieder, also ich würde sagen, Holy Kingdom of Fools zählt wieder als eine der eingängigeren, memorableren Nummern. Ja, ich habe jetzt echt ein bisschen Angst gehabt beim Durchhören, dass das hier alles ein bisschen sperriger ist, aber das war dann doch angenehm. Never Let Me Walk Alone ist dann das nächste Stück. Auch dazu wieder ein Video unten verlinkt. Und hier haben wir dann Mardi von Nightmare am Mikro. Mardi ist eine Sängerin, die jetzt bei Nightmare singt. Nightmare kenne ich. Aber die hat noch immer einen Kerl am Mikro und jetzt singt da halt eine Dame oder was und die ist jetzt hier mit bei. Beginnt mit einem schönen straighten Mittempo-Riff, das fast Hardrock-Einflüsse bietet. Wir haben dann ruhiger gehaltene, im Duett umgesetzte Strophen und der Refrain ist jeweils allein gesungen, aber also in zwei Parts aufgeteilt, einmal die Dame und einmal der Herr singen das dann, ja, und ist aber passend gemacht und sitzt gut, ja. Also kommt gut der Refrain. Dann haben wir Déjà-vu, hier haben wir auch wieder hier den Gastsänger Fabrice Emmanuelsen von Rising Steel und an der Gitarre haben wir den Gitarristen von Rising Steel, Virgil heißt er wohl. Wir haben ein kleines Keyboard-Intro, stampfendes Mittempo geht es dann rein mit geilen Riffs und so, ne? In den Strophen hält sich das dann noch so, der Refrain passt auch ganz gut soweit, ist ganz okay, ja, kommt aber, ja... Es kommt schon recht eingängig, das Ding. Kann man sagen. Déjà-vu nimmt einen schon ganz gut mit. Dann kommt I'll Be Ready For Your Love. Hier haben wir wieder die Dame von Mobius, hier die Heli Andrea dabei am Mikro. Das ist eine nette Ballade mit Piano-Keyboards und langsamen Drums so ein bisschen, ja. Ein bisschen Wow-Wow-Chöre in den Strophen im Hintergrund gemischt, so ein bisschen. Der Refrain ist okay, könnte jetzt ein bisschen schöner sein, finde ich. Ein bisschen emotionaler hätte ich mir den Refrain vielleicht gewünscht, aber naja. Und es gibt dann halt eben auch eine von der Dame gesungene Strophe, die mit dabei ist, wie gesagt. Ja, ne, also das passt dann schon. Dann kommt War of Minds, Stück Nummer 10. Hier haben wir wieder Zaha Zorgati von Myrath am Start und Mardi von Nightmare, also beide am Mikro, ne?
Der steigt eher treibend ein, wechselt dann aber zu melodischem Mittempo und im Duett vorgetragenen Strophen. Und es gibt jetzt bei War of Mines allerdings keinen wirklich brauchbaren Refrain. Ja, aber naja, muss ja auch nicht jeder Song ein Ohrwurm sein. Stück Nummer 11 ist dann aber ein Ohrwurm. Das so finde ich auch ein Video unten. Da haben wir Rise from the Ashes und hier vereint man nochmal sämtliche Gaststars auf Gesangsebene mit in diesem Song. Die sind alle mit dabei. Also das ist hier, wenn man so will, Rise from the Ashes ist ein kleines All-Star-Ensemble. Ihr könnt euch das Video ja geben, dann wisst ihr ja, was ich meine. Beginnt ein bisschen langsamer und ein bisschen episch, steigt dann aber im Tempo ein bisschen an, bietet einen der besten, simpel gehaltenen Refrains, der auch wirklich gut im Ohr hängen bleibt. Das ist ein sehr eingängiger Album-Closer, Rausschmeißer und ja, fand ich gut. Ja, also, Avaland mit Theater of Sorcery. Hört mal rein, wenn ihr die Art von Stilistik mögt und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt, ob dieses Projekt wirklich weitergetrieben wird oder ob das jetzt ein einmaliges Ding war. Es gibt ja solche Projekte, die dann wieder verschwinden im Nichts. Aber naja, ich hab's ja, also von daher, ne? Und ich hatte meinen Spaß damit. Vielleicht ja ihr auch, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, vielleicht auch nicht. Ja, könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, so. Ich drehe jetzt noch weitere Reviews. Wenn ihr mögt, könnt ihr da ja wieder reinschalten. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich werde es überleben. Ich wünsche euch dann viel Spaß, was ihr mir als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, farewell.